Mein Name ist Michael Wittgrefe, ich bin ein Oldtimer-Sammler aus Barntrup im Lipperland und das mache ich seit 30 Jahren. Kaufe mir Oldtimer, verkaufe sie dann auch mal wieder, um mir den nächsten nachkaufen zu können. Einer von denen, die jetzt verkauft werden sollen, ist dieser wunderbare Mercedes 190 aus der Baureihe W110. Er ist aus Familienbesitz in Nordschweden. Es ist verfügt über eine ganz hervorragende Karosseriebasis. Es hat erst 71.000 Kilometer gelaufen. Das Fahrzeug ist nie restauriert worden. Das sieht man unter anderem auch an den Spaltmaßen, die alle noch so sind, wie sie 1965 gedacht waren. Die Innenausstattung ist im Original, das heißt, es ist die erste Ausstattung, einfach original erhalten. Und das ist das, was diesen schönen Wagen ausmacht. Das Fahrzeug habe ich vor anderthalb, zwei Jahren in Nordschweden gefunden, auf Empfehlung. Und seitdem habe ich den Wagen. Ist bei mir nur inspektioniert worden, um ihn dann halt auch wieder an die Straße zu gewöhnen. Das heißt, also eine Motorinspektion, Bremsen gemacht. Und mehr musste hier nicht gemacht werden. Das ist auch eine sehr, sehr gute Karosseriebasis. Er hat es ist an zwei Stellen lediglich geschweißt worden, die eigentlich unwichtig sind. Ansonsten befindet er sich auch vom Unterboden her noch im Originalzustand. Sicherlich haben solche Fahrzeuge diesen Alters und diesen Originalzustandes auch kleine Schwächen. Die hintere Stoßstange hat eine Beschädigung an der linken Seite. Es ist kleinere Lackblessuren. Aber ansonsten ist das Fahrzeug unverbastelt und ja, wie schön es fährt, das sehen wir ja gleich im Film. Aufgrund der geringen Laufleistung des Fahrzeugs kann man auch keine Geräusche von Getriebe, Hinterachse, Differential und so weiter vernehmen. Die Motorgeräusche sind neutral. Er wirkt nicht überlastet, auch wenn man mal 100 oder 120 damit fährt. Das ist alles im Bereich dessen, was man auch im Jahr 2016 noch von einem Auto ertragen möchte. Völlig begeistert bin ich immer, wenn man die Tür schließt an eine Mercedes. Klapp, das Schließen, völlig ohne Nachdruck, nicht dreimal zuballern. Und das gibt es alles bei einem nicht restaurierten Auto. Oder aber, es hat ein wirklicher Künstler das Fahrzeug restauriert und die kosten dann 30, 40 und mehr 1000 Euro.